Greetings, fellow captains. My name is Dasha Perova. Today I'm going to tell you about update 0.5.4. Und das macht sie sehr gut. Dasha Petrova ist nicht nur eine Augenweide, die ihren noch so schlechten Patch versüßen kann, nein, sie füttert uns auch mit kleinen Häppchen zu den am Donnerstag kommenden russischen Kreuzern. Da ihr Lächeln mir den Tag versüßt, begleitet sie uns auch durch mein Video und die Patch Notes. Die Einführung des Radars ist die von allen am zweitmeisten erwartete Neuerung und gleichzeitig die enttäuschendste. Nur Kreuzer Stufe 8 werden dieses elitäre Tool zur Verfügung haben, wodurch sich deren Auswirkungen auf die Gefechte wohl erst in einigen Wochen absehen lassen. Des Weiteren werden es nur die russischen Kreuzer einsehen können. Die amerikanischen Kreuzer bekommen es erst mit dem nächsten Patch, der wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen wird. Somit ist es ein zeitexklusives russisches Tool, um die Spieler anzutreiben, den Kreuzerbaum zu spielen. Natürlich gibt es in jedem Patch auch Änderungen an der bestehenden Spielmechanik und kleinere Änderungen, die kaum auffallen werden. Die eklatantesten sind die Änderungen an der Kapitänsfertigkeit, welche die effektive Fertigkeit der Flakabwehr um 10% erhöht. Mit Zusammenspiel der Stufe 4 Fertigkeit des Kapitäns der manuellen Zielauswahl erhöht sich diese nämlich von den angeführten 10 auf ganze 30%. Zusätzlich werden die Trefferpunkte der Sekundärbewaffnung verdoppelt und die Berechnung der Verteidigungswerte basiert nun auf der maximalen Stärke der Frontpanzerung. Dies bedeutet einen massiven Push der Sekundär- und Flakbewaffnung, vor allem auf den höheren Tierstufen bei Schiffen mit starker Panzerung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Behebung des tückischen Dublonendrehers bei Umwandlung von Erfahrungspunkten. Wir sind gespannt, ob dies und der Preis in Dublonen für die Typ 5 Tarnung wirklich entfernt wurden. Kleinere Bugfixes wie die Veränderung der Soundeffekte für Schadensmarkierer und die Fehlerbehebung des Radarsymboles, welches durch Flugzeugoffenlegung erhalten blieb, dürfte an allen, die keine Supportester und Community-Kontributoren sind, sang- und klanglos vorbeigegangen sein. Zum Abschluss gibt es noch eine kleine Information an alle Spieler, die im Spiel Schiffe sehen, die sie nicht kaufen können. Zu Testzwecken wurde ein Testschiff auf Basis der Yubari eingeführt. Ebenso auf die R7 US-Flugzeugträger Saipan und der baldige britische Premium-Zerstörer Campbelldown auf Tier 3. Die Saipan wird wahrscheinlich ein Eventschiff sein, alle Angaben ohne Gewehr. Wollt ihr noch Dasha Petrovas kurze geschichtliche Einführung genießen, klickt doch danach einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos und lauscht ihrer lieblichen Stimme. Wollt ihr kurz und knackig die Stats der russischen Kreuzer einsehen, klickt hier auf den Link, der euch zu meinem schnellen Video der Ingame-Werte und Verbesserungen der Schiffe führt. Das war schon alles für dieses Patch-Video. Ich verabschiede mich schon jetzt und gebe euch in die kompetenten Hände von unserer Schönheit. Ciao! That's all for today. I'm Dasha Perova. Subscribe to our channel, follow the updates, choose the right tactics, and until next time, captains.